Hallo und ein ganz herzliches Moin hier aus Hamburg zu einem neuen Let's Play Divinity 2 Aegro Draconis. Aegro? Was redet der hier? Ja, ein Spiel, das ich vor, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, ist schon eine Weile her, angefangen habe zu spielen. Soviel ich mich erinnere, sehr viel Spaß daran hatte, weil ich immer dachte, das spielst du auf jeden Fall nochmal. Aber dann kam irgendein Projekt dazwischen oder irgendwas im Leben. Auf jeden Fall habe ich dann wohl aufgehört zu spielen. Ich weiß nicht, wie weit ich gekommen bin. Wir werden es sehen. Ich kann mich an fast gar nichts erinnern. Sagen wir mal, wenn man das an der Prozentzahl misst, ich kann mich an vielleicht 2 bis 5% erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass es ein RPG ist, dass es um Drachen geht, dass man mal wieder ein Drachentöter ist, kein Drachenpöter. Das wird besonders dem Herrn Kittenkummler gefallen, weil der hat ja mit Drachen so irgendwie so sein Ding. Eine Sache möchte ich auch noch sagen, dieses ist eines von 3 Spielen, die ich für ein kleines Experiment nutze, denn es gibt da einen Einschub auf meiner Veröffentlichungsliste, der jetzt frei wird durch Bear With Me, und ich werde dieses Spiel und erstmal 3 Spiele zur Wahl stellen und ihr könnt danach dann, ihr Zuschauer, in den Kommentaren oder in der im Community-Bereich in Abstimmungen bestimmen, welches von den Spielen weitergespielt wird. Wir werden mal sehen, wie das so läuft. Und wir stürzen uns gleich mal rein in Divinity 2 Aegro Draconis. Gleich ein paar Versabbler am Anfang, wo ich mich schön drüber ärgern werde. Und ich glaube, der Sound ist ein bisschen zu laut. Das quietscht mir so ins Ohr. Los geht's. Ich mache ein neues Spiel. Ich habe natürlich schon mal die Steuerung ausprobiert. Wir starten. Jo, da bin ich dann auch schon wieder, die Sabbeltasche, und wir sind in einer Charakteranpassung, und hier erinnere ich mich dran, die ist sehr sparsam, um das mal nett zu sagen. Ich würde eher sagen, hingerotzt. Insofern, wir können Geschlecht wechseln, wir können einen Namen vergeben. Ich nenne mich mal Drachenpöter. Oder auch vielleicht Drachenköter. Nein, 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 das wird natürlich nicht unser Name. Ich zeige euch mal, wie absolut lieblos. Naja, lieblos kann man nicht sagen. Die Grafik ist geil, aber es ist halt wirklich sehr, sehr wenig an Variation. Ja, so heißt das Wort. Wir können zwischen Männlein und Weiblein wechseln. Mhm, lecker. Ja, der Lustkreis ist wieder am Start. Wir können ein Gesicht, 3-Tage-Bart oder Gesicht, wir können das Gesicht wechseln. Na, und da, jetzt schaut euch mal an. Ich kann hier ein Narbengesicht haben, ich kann einen Vollbart haben. Das soll ein Vollbart sein, das ist ein 3-Tage-Bart für mich. Das hier, ja, das ist mein Zicklein, das ich normalerweise trage, wenn der Herr Kittenkummler mich nicht zwingt, den Stuhl wachsen zu lassen. Sieht uns schön aus mit dem Bogen und dem Schwert da im Hintergrund. Ich finde die Grafik wirklich sehr, sehr schön. Spiel ist schon einigermaßen alt. Ich weiß nicht, wie alt. Ja, wir gehen weiter. Schnurrbart? Ja, ist auch ein Kinnbart. Was soll der Müll? Und dann haben wir wieder den 3-Tage-Bart. Ich würde sagen, das ist fast schon ein Kinderpopo. Nee, dann haben wir noch hier die Frise.
kurzbraun, zerzaustbraun, langbraun, zotteligbraun, langbraun, kurzblond. Das soll lang sein. Schaut euch mal. Ach ja, übrigens, für die Neuen hier auf dem Kanal, die dieses Let's Play als erstes von mir sehen. Nein, ich bin nicht gay. Ich bin sehr straight. Ich trage diese Perücken, weil es ganz einfach lustig ist und weil gerade diese Einhornperücke so wunderbar dazu passt, wenn ich schlachten gehe. Ja, also hier einmal so. So. Also nichts gegen Gay People, aber ich bin's halt nicht. Und weil hier ja halt mal jemand meinte, ich würde Tundenperücken tragen. Langblond. So, also das gefällt mir alles nicht, ne? Dann hat man hier noch die Stimme. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber was? Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber was? Den habe ich, glaube ich, letztes Mal genommen. Meinen Zorn. Ach so. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ach so. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Ja, also letztes Mal hat mir der Soldat wohl am besten gefallen. Irgendetwas habe ich ausgelöst, aber was? Spüre meinen Zorn! Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ah, ich fühle mich gar nicht gut! Der Ritter ist eigentlich auch ganz cool. Irgendetwas habe ich ausgelöst, aber was? So, jetzt ist aber genug. Irgendetwas habe ich ausgelöst, aber ein Bürger. Spüre meinen Zorn! Ich fühle mich gar nicht gut. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber was? Spüre meinen Zorn. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Das finde ich gut. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber was? Aber wisst ihr, was ich... Spüre meinen Zorn. Ruhe. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Weil mir diese ganzen Kerle nicht gefallen. Nein, also, wie gesagt, ne? Also, no homo hier. Aber weil mir die ganzen Kerle nicht gefallen, werde ich diesmal, passend zu meiner Perücke, ein kleines Mädchen sein. Ich werde eine Frau sein. So, welche nehmen wir denn mal? Also, da weiß ich jetzt noch nicht, wie die Auswahlen sind. Gesicht natürlich. Verführerin. Natürlich. Mir gefällt natürlich besser. Zauberin hat was. Drachentöter. Die Bemalung finde ich schon ganz nett. Mädchen vom Land. Oder Mädel vom Land. Ich bin das Landei. Darum. Tätowiert. Sieht hübsch aus. Vernarbt. Mhm. Vernarbte Zauberin. Vernarbte Drachentöterin. Vernarbtes Mädel vom Land. Das vernarbte Landei ist gegen Schwein gelaufen, okay? Natürlich. Wisst ihr was? Ich nehme tätowiert. Ich finde das süß. So, dann wollen wir mal schauen. Normal braun. Bürgerlich braun. Bürgerlich braun. Schwarzbraun ist die Hase. Entschuldigung. Feinbraun. Oh, ich bin fein und braun. Kotbraun. Alter, wie sieht das denn aus? Angela Merkel in den frühen Tagen oder was? Zopfbraun. Oh. Alter, ich bin verliebt. Warte mal. Gibt's das auch noch anders? Normalblond. Bürgerlich blond. Feinblond, kurzblond. Alter, noch mehr Merkel, oldschool. Zopfblond. Haben. Die finde ich süß. Ich hätte ja gerne schwarz. Ah, halt, Moment. Bürgerlich schwarz, fein schwarz, zopfschwarz, sinnlich schwarz. Ich weiß nicht so recht. Lass mich nochmal. Oh. Warum haben die Frauen so viele Haarfarben? Nein, ich bin nicht der Gronkh, der die Frauen möglichst hässlich macht oder die Spielfigur. So, jetzt Stimme. Irgendetwas habe ich ausgelöst, aber was? Spüre meinen Zorn! Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ist das geil? Irgendetwas habe ich ausgelöst.
Aber was? Spüre meinen Zorn. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ich bin in Scheiße getreten. Warte mal. Und was habe ich ausgelöst? Aber was? Spüre meinen Zorn. Oh. Ich fühle mich gar nicht gut. Irgendetwas habe ich ausgelöst, aber was? Spüre meinen Zorn. Oh. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Warte, warte, nein. Nochmal. Irgendetwas habe ich ausgelöst, aber was? Spüre meinen Zorn. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Für die... Jetzt ist die Frage, wie nenne ich mich denn mal... Aber was? Kann man das vielleicht auch wieder ausmachen? Ja gut, super. Ich mag nicht, wenn die ganze Zeit quatschen. Was für einen Namen gebe ich mir denn mal als Frau? Ich bin ja Honk. Also, wohlgemerkt, nur für euch hier. Also, das ist mein Spielername. Wer mich in der normalen Welt Honk nennt, krischt auf der Friese. So, ich nenne mich... Honkonia von Honkheim. Sehr schön. Sehr schön. Sie sieht wirklich hübsch aus, finde ich. Aber ob rot, ich weiß es nicht. Also sinnlich finde ich cool. Warte mal. Halt, sinnlich braun. Warte, nochmal. Sinnlich blond. Passt ja irgendwie zu mir jetzt gerade, ne? Ich will sinnlich bunt. Entschuldigung, dass ich hier die ganze Zeit mit der Charakterstellung verbringe. Das hat der Gronkh auch immer gemacht. Da haben wir ihn wieder. Ich bin ein Gronkh-Fanboy, bekennend. So, ja. Das ist Honkonia von Honkheim. Ja, ich will mit meinem Charakter vorfahren. Brumm, brumm. Wir sind da, Leuchtenfeld. Der Ort, an dem unsere Lehrlinge richtige Drachentöter werden. Und heute wird diese Ehre euch zuteil. Honkonia sieht wirklich gefährlich aus, ne? Boah, Digga, ne? Ich hätte beinahe was ganz Falsches gesagt, aber... Diese Musik finde ich so fucking nervig. Die fand ich schon damals nervig. Ja, sagt mir auch hier, wenn wir den Soundtrack, den Original-Soundtrack, wann wir den durch was Eigenes ersetzen wollen, wenn wir das hier weiterspielen. Woran man sieht, dass dies ein wahrscheinlich japanisches Game-Studio ist, ist ziemlich stark am Design, diese übertriebenen Schulter-Dingse da und vor allen Dingen ein Luftschiff in einem RP-Fucking-G. Nein, das würden Europäer nicht bringen, das würden Amerikaner nicht bringen. Sowas, das bringen nur die Japsen. Entschuldigung für alle Japaner-Fans, ich kann japanische Kultur nicht ausstehen, aus Gründen. So, dann wollen wir mal die Gesprächsoptionen durchgehen. Also wir sind blablabla, wie lautet meine Anweisung, was genau wird mich dort erwarten, kommt ihr nicht mit, soviel ich weiß, kann ich alle durchgehen, ohne dass mir eine verloren geht, also wie lauten meine Anweisungen? Ganz einfach, geht zu den Frauen und Männern, die hier leben und profitiert von ihrem Wissen. Warte mal, ich glaube, ich kann nicht mit der Escape-Taste raus, ich möchte gerne die Stimme lauter stellen, verflixt. Gut. Das klingt vielleicht etwas vage, aber keine Sorge. In Leuchtenfeld erklärt sich alles von selbst. Kann immer noch nicht. Okay, was genau wird mich dort erwarten? Das müsst ihr selbst herausfinden. Habt keine Bedenken. Euch wird nichts geschehen.
Das ist ein großer Schritt im Leben jedes Drachentöters. Aber nur wenigen erging es dabei nicht gut. Warum zappelt die Olle so? Kommt ihr nicht mit? Ich hab Angst. Auch wenn ich gerne wieder in das Dorf zurückkehren würde, so ist es mir dennoch untersagt. Nur einmal im Leben darf ein Drachentöter es betreten. Als Lehrling. Also was mich an RPGs immer wieder wundert, was man an ihr auch gesehen hat eben, ne? Das ist, sie haben hier oben unglaublich viel Rüstungsschutz, aber in der Nähe der Mumu und an den Beinen und überall, da ist so ein kleiner, so ein kleiner G-String oder so. Das ist empfindlich, Leute, wenn da einer, ich will es gar nicht sagen, ne? Kick und Licht. Na, warum haben die Männer? Die Männer haben immer ein dickes, fettes Suspensorium. Wenn da einer reintritt, dann klingeln die Glocken ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Aber ey, die armen Frauen, ne? Ja, ich weiß, ich habe ganz schlimme Befürchtungen, warum das so ist. Es wäre sowieso unbedacht, euch zu begleiten. Diesen Teil des Weges muss jeder Drachentöter alleine beschreiten. Aha. Und wenn wir uns wiedersehen, bin ich endlich ein echter Drachenköter. Noch nicht ganz, nein. Nach der Initiation kehren wir nach Flussheim zurück, wo das Ritual zum Abschluss kommen wird. Aber darüber sprechen wir im Zeppelin, wenn wir zurückfliegen. Im Zeppelin, Digga. Bis später, Kommandantin. Viel Glück. Ja, ciao. Mit V. So, jetzt sind wir hier in der etwas altbackenen Grafik. Alter, das sieht so Japano-mäßig aus, ne? Und wir können, glaube ich, mit den Leuten allen hier quatschen. Das bringt nur nicht viel. Moinsen. Viel Glück im Dorf. Der Zeppelin ist startklar, wenn ihr zurückkommt. Ja, ja. Mit oben und unten bewegen wir uns vorwärts und rückwärts. Ja, ja. Ich habe die Steuerung eingestellt. So, man kann die Fässer hier durchsuchen mit E, also mit der Engage-Taste. Und was finden wir hier? Ein Trank für sehr geringe Belebung. Kleiner Trank Belebung. Stellt innerhalb von 5 Sekunden 62 Mana-Punkte wieder her. Ja, das ist doch cool. Das nehmen wir doch. Man kann aber auch einfach die Dinger zerdreschen. Dann kriegt man auch alles, was da drin ist. Da war also nicht mehr. Ja, jemand anders, der das gespielt hat, weil ich es ihm empfohlen hatte, meinte so von wegen, ja, aber ist es dann nicht so, wenn du die Dinger zerdrischst? Hier kommen alte Erinnerungen hoch. In der Tat. Damals als Lehrling war ich beim Verlassen des Zeppelins so aufgeregt, dass mir schlecht wurde. Mir ging's gut, bis ich zum ersten Mal Thoral gesehen habe, wie er es genossen hat. Alter. Ja. Also NPCs, die labern, ohne gefragt zu sein, finde ich ja immer toll. Moment mal, lass mich mal schauen. Optionen. So. Ich glaube, ich werde die Musiklautstärke mal eher runterstellen und die Sprecherlautstärke. Jetzt kann es endlich weitergehen. Ja! Alter, ne? Ja, ich glaube, alles andere ist... Ja, ich will diese Einstellung übernehmen. So, nö. Also NPCs, die labern, ohne dass man es ihnen sagt, wisst ihr, ja, stehe ich drauf. Aber wir fragen einfach mal diesen jungen Herrn hier, was er für... Ich kann verstehen, warum ihr mit mir reden wollt. Aber ich kann euch nicht mehr verraten, als das, was Kommandantin Roda bereits gesagt hat. Habt ihr schon mal gegen einen Drachen gekämpft? Nun, die großen Drachenjagden ereigneten sich in der Dekade nach dem großen Krieg gegen Damian, den Verdammten. Der verdammte Damian! Wie ihr wisst, wurden damals die meisten Drachenritter getötet. Und die Drachentöter schrumpften von einer regelrechten Armee zu einer kleinen Gruppe von Elitekriegern. Drachenritter, Drachentöter und so weiter. Also ich erinnere mich nicht mehr. Es scheint wohl so zu sein, dass die Drachenritter böse sind und die Drachentöter sind gut. Oder? Ich verstehe es nicht. Marius, du bringst mir Rätsel auf. Doch, den Drachenritter auf, ziehen wir los. Vor 8 Jahren kämpfte ich das erste Mal gegen einen Drachen. Drachenritter sind böse. Drachentöter sind gut. Drachenköter sind neutral. Welcher Drache war es denn? Sein Name war Geldor, Herr der 5 Speere. Den kenne ich. Wir lockten ihn im Verlies unterhalb seines Schlosses in die Falle, damit er keine Drachengestalt annehmen konnte. Honkonia sieht wirklich bedrohlich, aber schön aus. Er machte seinem Namen alle Ehre, denn viele wurden von seinen Speeren aufgespießt. Ich hab sie lieb. Also,
Wenn du da draußen eine Frau bist und du siehst so aus, hallo. Letztlich landeten meine Pfeile in seinem Genick und die Schärte der anderen zerschmetterten seine Brust. Das ist aber nicht schön. Das sollte man nicht machen. Ihr seid sicher, dass es noch Drachen gibt, Drachenritter gibt? Einen zumindest. Eine Drachenritterin. Hm. Seit Jahren zieht sie eine Spur der Verwüstung hinter sich her. Dann will ich mit der... Aber wir werden sie kriegen. Früher oder später. Okay. Es spielt keine Rolle, ob es ein weiteres Jahrhundert unermüdlicher Suche bedarf. Der letzte Drachenritter und Verräter wird aufgespürt und getötet werden. Du genderst falsch. Es ist eine Drachenrittersternchen in. Alles Gute. Ja, zum Geburtstag. Ja. Dann wollen wir nochmal mit der reden. Die wird sicherlich nicht erfreut sein, weil die hat uns ja gerade losgeschickt. Was macht ihr hier? Die Leute, die ihr treffen sollt, sind im Dorf hinter der Mauer. Seht ihr das? Sie ist untenrum komplett ungeschützt. Hinten, okay, der Hintern ist ein bisschen geschützt durch diesen, was auch immer, Rock, aber bis später, Sie Kommandantin. Ja, sind werde ich Sie für haben. Unsere Rückkehr nach Flussheim vorbereitet? Sollten Sie besser sein. Erinnert ihr euch an den Lehrling vom letzten Jahr? War wirklich knapp. Das Mädchen wäre fast verrückt geworden. Hoffentlich werden wir ihn. Trödelt nicht darum. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Halt die Fräse, ich rede mit meinem Publikum. Ich bin ein niedliches Einhorn.